und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Freut mich, dass du wieder dabei bist, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Melanie und ich bin gerade über einen Artikel gestolpert. Der heißt 20 Dinge, die Frauen besser können als Männer. Ich glaube, das könnte für uns interessant werden, deswegen let's go! Übrigens möchte ich nochmal im Vornherein erwähnen, falls es dir gefällt, das Video, kannst du ja gern ein Däumchen dalassen oder den Kanal abonnieren. Das würde mich und mein kleines Kanälchen sehr unterstützen. So, fangen wir mal mit der 1 an. Frauen lesen mehr Bücher als Männer. Kann ich für mich nicht behaupten. Ich lese wirklich Tatsache nur, wenn es notwendig ist. Ich habe irgendwie nicht die Geduld dazu, mich hinzusetzen in Ruhe und Bücher zu lesen. Weil ich bin irgendwie voll der Meinung, gucke ich einen Film, bin ich in ca. 1 Stunde 20 Minuten damit fertig und kenne die komplette Story, als mich hinzusetzen und dann ewig an dem Buch zu lesen. Es ist halt einfach nicht meins. Nummer 2. Frauen lernen leichter als Männer. Das würde ich auch nicht sagen, meiner Meinung nach, dass das stimmt. Es ist einfach immer die Sache, man lernt immer schnell, wenn einen Dinge interessieren. Egal ob Frau oder Mann. Wenn du dich für etwas interessierst, dann bringst du dafür auch komplett anderes Interesse logischerweise auf. Lernst du durch, würde ich sagen, auch schneller. Drittens, Frauen sind sparsamer als Männer. Also wenn ich von mir ausgehe, ich bin schon sehr sparsam. Allerdings, wenn es bei mir zum Beispiel ums Hobby geht, dann gebe ich auch schon mal gern Geld aus. Das ist, nein, nicht shoppen. Viertens, Frauen können besser einparken. Also ich muss ehrlich zugeben, ich stehe Tatsache immer leicht schräg in der Lücke. Ich muss immer erstmal nochmal korrigieren, bevor ich gerade stehe. Oder auch nicht. Oder ich bleibe schräg stehen. Das heißt aber nicht, dass ich schlecht kann. Fünftens. Frauen sind erfolgreicher an der Börse. Das kann ich wirklich absolut leider gar nicht beurteilen, weil ich damit nichts am Hut habe. Deswegen machen wir mal weiter mit sechstens. Sechstens. Frauen entschuldigen sich öfter. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich finde immer, Frauen haben so ein bisschen mehr Feingefühl. Frauen sind Feinmotoriker, sage ich immer, und Männer sind Grobmotoriker. Ich finde einfach, schlagt mich nicht. Ich finde einfach, also ich als Frau würde sagen, ich nehme zum Beispiel von anderen die Emotionen sehr gut wahr. Ich kann das sehr gut einschätzen. Ich entschuldige mich auch gerne mal, wenn ich jemanden vielleicht auch ungewollt verletzt habe. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das stimmt. Achtens, Frauen sind besser in Führungspositionen. Frauen an die Macht! Wie gesagt, Frauen, finde ich, sind Feinmotoriker und haben so ein bisschen ein Gespür für gewisse Feinheiten, was ich denke, was sie in Führungspositionen auch weiterbringt, weil Männer nicht so auf Details achten. Es ist natürlich, egal was ich sage, das ist meine Erfahrung, mein Denken. Natürlich gibt es auch Männer, die schlimmer sind als Frauen, was diese feinen, detaillierten Sachen angeht. Aber so im Groben und Ganzen würde ich sagen, Frauen haben da so ein bisschen mehr Feingefühl. Aber es gibt solche und solche. Es gibt auch Frauen, die es nicht können. Neuntens, Frauen trauen sich eher, einen Neuanfang zu machen. Hey, hier. Ich habe vor kurzem einen Jobwechsel hinter mir. Ich habe meine zweite Lehre angefangen. Ich bin wieder Azubi. Und es war für mich eigentlich eine 180-Grad-Wendung. Ich musste vieles, was ich gemacht hatte, den Plan über den Haufen werfen. Aber ich bin absolut mehr als glücklich mit dieser Entscheidung. Und deswegen denke ich schon, das stimmt. Zehntens, Frauen können besser riechen. Ich als Frau, bei mir findet ihr auch Staub. Auf dem Boden findet ihr auch mal Krümel. Aber so im Groben und Ganzen bin ich eine recht ordentliche Person. Ich rieche verdorbenes Essen sehr schnell. Ich empfinde das als sehr unangenehm. Elftens, Frauen spielen erfolgreicher Fußball als Männer. Dazu kann ich wirklich gar nichts sagen, weil ich bin absolut kein Fußballfan. Hab mit Fußball nichts am Hut, deswegen würde ich die Frage auch gerne überspringen. Zwölftens, Frauen sind glücklicher als Männer. Das würde ich vielleicht nicht unbedingt behaupten, denn in Frauen ist gerne mal ein Gefühlschaos. Die Gefühlswelt bricht bei Frauen ganz leicht mal zusammen. Ich glaube, was das angeht, sind Männer einfach glücklicher. Ich meine, Männer sind ja schon glücklich, wenn sie abends die Füße hochlegen können mit einem Bier in der Hand. Dann sind die glücklich. Das ist bei Frauen, finde ich, nicht so einfach. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr so über diese ganzen Fakten denkt.
ob ihr Einwände habt oder das genauso seht. 13. Frauen stecken Schmerz besser weg als Männer. Ich glaube, da leiden wir alle gleich. Da denke ich, die Frauen, die jammern viel mehr nach außen rum. Vor allem, die heulen sich bei ihren besten Freundinnen aus. Die Männer, die werden dann wohl eher sagen nach einer Trennung, ach, die blöde Kuh, ist mir doch scheißegal, was die macht. Aber innerlich sind die trotzdem noch am Leiden. Ich würde sagen, wenn es wahre Liebe war und eine Beziehung geht in die Brüche, leiden Männer und Frauen gleich. 15. Frauen leben bewusster als Männer. Ein Grund dafür, dass Frauen länger leben als Männer, ist wohl, dass sie sich einfach bewusster ernähren, weniger rauchen und regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber das ist wieder gehuppt wie gesprungen. Ich denke, auch Männer achten auf sich. 17. Frauen können besser tanzen als Männer. Definitiv. Ja, wir waren letztens beim Karneval. Das Video verlinke ich euch jetzt. Ich musste als Nonne gehen. Der Karneval hat eine Aufführung vorgeführt. Die Frauen, die hatten alle richtig schön dieses Feingefühl fürs Tanzen, für die Choreografie, dafür, dass alles synchron ist mit den anderen. Und die Männer, 3 aus der Reihe haben das Bein nach links geschwungen, 2 aus der Reihe nach rechts. Wobei eigentlich alle dieselbe Richtung einschlagen müssten mit dem Bein. Also Frauen können, finde ich, definitiv besser tanzen als Männer. Da spielt auch wieder das Feingefühl eine Rolle, was ich schon erwähnt hatte. 19. Frauen kurbeln die Wirtschaft an. Bye bye, schlechtes Gewissen. Shoppingausflüge sorgen für einen guten Konsumklimaindex. Denn Frauen treffen 80% aller Kaufentscheidungen. Ich denke schon. Ich zum Beispiel, wenn ich meine Wohnung einrichte, ich würde schon darauf achten, dass ich extremes Mitspracherecht habe. Vor allem, dann kommen wir wieder auf dieses Feingefühl zurück. Ich als Frau finde, habe von farblichen her, welche Möbel zusammenpassen, ein besseres Feingefühl. Achte viel mehr beim Einräumen der Wohnung auf Details. Aber so würde ich schon sagen, ja, Frauen entscheiden mehr bei sowas. 20. Frauen schlafen besser als Männer, würde ich jetzt nicht so sagen. Gerade jetzt merke ich es wieder ganz stark. Ich zum Beispiel als Frau, wenn ich Dinge erlebe, ich verarbeite alles nachts. Und das kann so anstrengend sein, wenn man so viel träumt, dann dadurch immer wach wird oder auch Schlechtes träumt. Man ist ständig wach und das schlaucht dann natürlich auch den Tag danach. Man merkt es einfach. Deswegen würde ich nicht gerade sagen, dass wir Frauen besser schlafen. Ich jedenfalls nicht. Hey, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr über diese Fakten so denkt. Habt ihr Einwände? Stimmt ihr mir bei manchen Punkten genau zu? Oder seht ihr manches komplett anders? Das würde mich echt mal interessieren. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, abonnieren könnt ihr gern. Es ist kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Ein Däumchen könnt ihr übrigens auch da lassen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!